Servus Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von der Rennfahrerkarriere. Und diesmal sind wir im wunderschönen Österreich, im malerischen Spielberg auf dem Red Bull Ring. Und wir haben nur noch einen Erfolgsballast von 7,5 Kilo. Wir durften ein bisschen ausladen. Und mittlerweile weiß ich sogar gar nicht mehr, ob sogar der Erfolgsballast für das gesamte Wochenende galt. Weil, also irgendwie bin ich auf jeden Fall ein bisschen verwirrt hier mit dem Erfolgsballast. Aber gut, juckt mich jetzt ehrlich gesagt weniger. Qualifying, ich habe das Auto auf die vierte Startposition gestellt. Absoluter Sektor, also absolute Bestzeit in Sektor 1 und 2. Sektor 3, da war ich 3 Zehntel über Sekunden dran. Aber ich bin auch mit relativ alten Reifen gefahren. Von daher erkläre ich mir das daher. Wir gucken jetzt mal direkt auf die Startaufstellung. Da steht nämlich der Extreme 4 Perfect, Wehrlein, dann komme ich. Dann Green Mortara, Wittmann, Di Resta, Farfus, Wickens, Spengler, Da Costa, Rockefeller, Vitoris, Mata, Molina, Blomqvist, Juncker, Deja, Müller, Götz, Tomczyk und Auer. Ist ziemlich, Tom Bärscheider, ich wollte schon sagen, ziemlich Audi-lastig hier vorne. Direkt der Extreme und dann hier eine komplette Audi-Reihe, aber das Schlusslicht bilden der Scheider und der Tom Bär. Jetzt ist ja gerade das, was heißt jetzt, heute ist ja das DTM-Rennen in am Lausitzring. Da bin ich mal gespannt, wie das so verläuft, weil die Strecke sicherlich für die Reifen doch noch heftiger ist als der Hockenheimring. Von daher könnte das spannend werden mit Reifenverschleiß und Taktiken und so. Bin ich mal gespannt. Aber gut, jetzt sind wir erstmal hier. Und jetzt geht erstmal hier die Party ab. So, ich hoffe, ich kann ähnlich viel Spannung hier reinbringen wie in Zandvoort. Ich nehme die Folge jetzt direkt danach auf. Das heißt, ich kann eure Kommentare noch nicht gelesen haben. Aber, ja, gut. Ja, nichts mehr weiter zu sagen. Gut, dann geht's los. Get ready. Green, green, green. Perfect is now in the lead. Guy in front is Ekstrom. Pit window opens in 2 minutes. Gap to Ekstrom ahead is now 0.5. Thank you.
Raptor and Wehrlein behind is now 0.4. Soddler. Yellow flag, watch out, 10 minutes to go, that's 10 minutes left. Pit window open in 1 minute, P3. Awesome stuff mate, keep it coming. You've just done a 126.9, you're 2/10 off the pace in sector 3. Jetzt gibt's hier den doppelten Windschatten für Ekström und für mich. Shared air aus, nein. Doch jetzt, oh! Dann muss ich zurückstecken. Jetzt setzt der Matthias in Angriff gegen Gary. Keep him in your sights, force the mistake. Ekström is now leading. Da versucht direkt mitzugehen. Doppelt über Hohmannhöfe hier, nett geklappt. Da war der Perfekt zu weit vorne. Der spielt den Werlein in die Karten, der kommt jetzt wieder ran. Pit window open. Ich glaube, ich sage das in jeder Folge, wo ich hier fahre, aber es ist einfach meine Lieblingsstrecke, glaube ich. Mit einer meiner Lieblingsstrecken. Die sieht nämlich von oben gar nicht mal so schwer aus, aber die ist technisch sehr anspruchsvoll. Zumindest hier jetzt gerade DTM, weil die Track Limits natürlich da sind. Insbesondere Kurve 1, du darfst nicht über diese... Du darfst hier am Ausgang nicht über diese gelbe Wurst, sonst wird die Rundenzeit gestrichen. So, mit DRS bin ich natürlich um einiges schneller als der Matthias hier. Well done. Nice front now. Boah! Extra is leading the race. Ja, und da die gewonnene Position gerade mal wieder verloren, aber jetzt bin ich wieder dran. Spät gebremst. Für den Perfekt reicht's, aber für den Matthias nicht. Oh! Yellow flag. Und jetzt ist ganz groß. Jetzt ist ganz groß Kacke am Dampfen. Weil jetzt habe ich mal massig Position verloren. Siebt er nur noch. Da bist du kurz unaufmerksam. Aber in was für eine Kampfgruppe bin ich hier jetzt? Eieiei. Da sind auch zwei schon in die Box gefahren. Sector 1 time's okay. Sector 2 is 3.6 seconds off the pace. Sector 3 is 1.9 off the pace. The guy behind has now got DRS. Box this lap for prime tires. Und das war ja mal kurios. Macht DRS auf der Stadt-Ziel gerade echt so viel aus. So, Perfekt und noch jemand sind da in die Box. Ich weiß nicht, ob ich noch eine Runde fahren soll oder ob ich jetzt reinfolge. Rein voll ist natürlich auch gut. Rein voll ist nämlich schon was reinfahren und rein soll. Pit window closing in 2 minutes. Box now please. Box, box, box. Primes. Da wurde mir die Entscheidung, glaube ich, abgenommen. 2 Minuten. Wobei, eine Runde hätte ich schon noch geschafft. Naja, wenn Lucius sagt, wir sollen boxen, dann boxen wir. You're now in the lead.
Wehrlein is now in the lead. There's a car behind. Take care, rejoin him. Pit window closes in 1 minute. That's 5 minutes to go. Come on, keep it together. We'll be on the podium here. Der Montara ist direkt hinter mir. Das heißt, der war eben an der Box. You're reeling extra in. The gap is now 0.6. He's slow through turn 8. Pit window is now closed. Just a few more tenths for DRS range. Come on, don't make it easy for him. Make him go the long way around. He's faster than you, entering turn 4, P2. The guy behind has just done a 127.2. So, und jetzt kann ich schon extra mehr unter Druck setzen. Der war weit draußen in Kurve 1. Das heißt, ich habe jetzt einen doppelten Vorteil mit DRS und einem schlechten Ausgang von ihm. Ja, er hält dagegen, er fährt mir ins Auto leicht. Aber alles noch fair. Ja, ein bisschen zu spät auf der Bremse, aber jetzt wieder mit DRS sollte das locker reichen, um vorne zu bleiben. P1 momentan. Wo ich vor 10 Minuten wahrscheinlich schon dran war. Eine meiner Lieblingsstrecken hier auf jeden Fall. Sieht zwar leicht auszufahren, ist aber tatsächlich sehr anspruchsvoll. Wegen Track Limits und auch weil hier die Kurven fast alle nach außen abfallen. The gap to extra behind is now 0.3. So, der Abstand nach hinten ist bei 1,2 Sekunden. Ist die Frage, ob er DRS hat oder nicht. Just 2 minutes left, 2 minutes to go. Die Kurve ist auch extrem blöd zu fahren. Insbesondere in Zweikämpfen, weil wenn du die innen fährst und der andere fährt außen, außen hast du natürlich viel mehr Schwung. Also die Ideallinie ist halt so ein Mittelding zwischen außen und innen, logischerweise. Aber in Zweikämpfen hast du da außen nicht unbedingt immer die besseren Karten, aber du kannst auf jeden Fall dagegen halten, nochmal in der nächsten Linkskurve dann. Und wenn du dann vorher außen warst, dann hast du da halt die besseren Karten. Last lap was a 126.7. The guy behind has just done a 126.3. So, und hier auf den Karten kann man immer mal schön vorne ins Display gucken.
Und da sehe ich, dass ich dem Eckstrom auf jeden Fall nach Kurve 1 wegfahren kann. Weil er da immer einen nicht ganz optimalen Ausgang hat. So, dasselbe Bild wie im Qualifying. Letzter Sektor. Ist kritisch, da kommen die immer ran. Und jetzt hat er auf jeden Fall DRS. Aber selbst mit so einer schlechten Kurve, wie ich sie gerade gefahren bin, kann ich ihn davonziehen. Jawohl, aber das ist der nächste Sieg. That's a win. Great job. Well done. Jawohl. Aber das war zum Schluss. Also im letzten Sektor ist er immer wieder sehr, sehr nah rangekommen. Das war gar nicht mal so einfach, da zu verteidigen. Weil ich halt nicht wusste, ob er angreift oder nicht, ob ich rechts fahren soll oder links. Aber letztendlich dann doch alles gut gegangen. Oder wie der Kölner sagt, es hätte nur immer alles J gegangen. So, Podium. Ein BMW vor zwei Audis. Fahrerplatzierung wie folgt. Wir sind auf Platz 6. 88 Punkte. Und the next car in front of us, der hat 101 Dalmatinen. Das ist Bruno Spengler. Extrem führt momentan vor Wehrlein. Okay, okay, okay. Das ist die Teamplatzierung. Und das ist die Herstellerwertung. Ja. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wenn wir morgen nochmal ein gutes Ergebnis erzielen können und haben auch über 100 Punkte, dann wäre das ziemlich cool. So. Aber das war's dann erstmal für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag. Habt viel Spaß beim heutigen realen Rennwochenende. Ich werde auf jeden Fall alles gucken, von der DTM über ADAC GT Masters und was da noch so alles heute fährt. Und ja, dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, halt die Wurst doch. Ciao.